Hallo mit O, mein Name ist Tai und wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, seid ihr sehr wahrscheinlich genauso begeistert vom IKEA Adventskalender wie ich. Gleich wie in den vergangenen Jahren ist der Kalender nicht nur mit köstlicher Schokolade gefüllt, nein, sondern auch mit zwei Gutscheinkarten. Die Besonderheit daran ist, dass man den Wert dieser Gutscheinkarten eigentlich erst beim Einkauf direkt bei der Kasse erfährt. Eigentlich. Es gibt jedoch eine mehr oder weniger geheime Möglichkeit, den Wert dieser Gutscheine schon im Vorhinein herauszufinden. Naja, und genau darum geht es in diesem Video hier. Hierfür geht ihr also zunächst direkt auf die IKEA-Seite eures Landes. Nun scrollt ihr ganz ans untere Ende der Seite. Hier gibt es versteckt den Link IKEA Geschenkkarte. Einmal darauf geklickt, erscheint eine neue Seite. Auf dieser wiederum muss man noch einmal ganz nach unten scrollen und hier taucht dann ganz unscheinbar ein eigenes Feld auf. Überprüfe das Guthaben auf deiner Geschenkkarte. Laut den eigenen Angaben von IKEA kann man hier ja eigentlich nur das Guthaben der Geschenkkarten abrufen, aber das funktioniert auch mit den Gutscheinen aus dem Adventskalender. Hier wird jetzt ganz einfach die Kartennummer eingetippt, Enter, zack und schon hat man den Wert der Gutscheinkarten herausgefunden. Für alle, die Schwierigkeiten mit dem Auffinden dieser Seite haben, habe ich den Link natürlich in die Videobeschreibung und in die Kommentare gepackt. Jetzt würde ich mich natürlich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und über ein mögliches Abonnement von euch freuen. Vielen lieben Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.